Ja, moin zusammen. Wir befinden uns im Untergrund. Ich schaue mir gerade den Renault 5 von unten an. Bis jetzt sehe ich noch keine großartigen Katastrophen. Endspitzen und so weiter. Geht eigentlich noch. Ja, Achsen sind immer rustig. Was haben wir da? Auch nicht beunruhigend. Mal gleich mal einen Eimer hier drunter stellen und mal schauen, wo die Bremsflüssigkeit abhaut. Dass gar keine Bremse funktioniert, ist eher selten. Sieht aber auch nicht wirklich gut aus. Tja, wo sind die verrottet? Das ist die Frage. Die Schweller. Ah, Innenschweller sind tot. Der Unterboden selber geht. Aber die Schweller sind übel. Naja, sind sie bei dem Auto wohl immer. Ja. Tankumrandung. Tot. Tja. Bisschen Auspuff wieder zusammenbasteln. Auch kein Problem. Ist alles nicht so das Thema. Was definitiv ein Thema ist, Bremse. Wo tritt der Scheiß aus? Das ist das Problem. Bremsleitung neu zu machen, ist jetzt nicht das Problem. Nur baue ich hier Bremsleitungen in eine Ruine ein, macht das keinen Sinn. Schweller sind schon mal Kernschrott. Wagen, ach, die Ersatzradaufnahme geht eigentlich. Ja. Ja, da vorne sieht man nicht richtig. Da vorne ist der Schweller schon so ein bisschen in Richtung Endstadium. Ihr seht das jetzt da unten nur ein bisschen ausgefranst. Ich sehe, dass da der Innenschweller total weg ist. Ja. Was ich auch noch sehe, ist hier diese Leitung. Wenn das die Bremsleitungen sind, erklärt sich da einiges. Sind sie aber nicht. Wo kommen die eigentlich her, beziehungsweise wo gehen die hin? Also hier, da geht die Bremsleitung lang. Ah, da sieht man die Schäden. Macht aber wie gesagt keinen Sinn, hier eine Ruine mit neuen Bremsleitungen zu versehen. Dafür gibt es zu viele davon. Es hört sich blöd an, aber ne? Ein vernünftig laufender Motor mit 124.000 Kilometern ist schon eine wertvolle Sache. Tja. Also ich muss sagen, Innen- und Außenschweller, unter der Prämisse, dass man keine Teile kriegt, Außenschweller kriegt man, Innenschweller nicht, dann sehe ich vorne das Rahmendreieck, ist völlig fertig. Hier sieht es auch nicht besonders gut aus, aber da hinten ist noch das Rahmendreieck, da vorne. Ist auch völlig weg. Da. Ja, hier in den Klammern werden sie wohl gebrochen sein, beziehungsweise kaputt gegangen sein. Bremsflüssigkeit beizt. Ne? Muss ich mir ein paar Gedanken zu machen. Die Karosserie scheint fertig zu sein. Okay, bis später. Ja, was tun?
Das ist die große Frage. Also ich denke, das Problem ist der Wert und die Relation. Es macht keinen Sinn, da tierisch Geld reinzustecken und auch nicht tierisch Arbeit reinzustecken. Selbst Fahrzeuge mit TÜV sind nicht wahnsinnig teuer, um die 1000 Euro. Die Oldtimer-Blase ist schon lange geplatzt. Also ja, bei eBay Kleinanzeigen stehen Leute, also Fahrzeuge drin, da denken die Leute auch, wunders, was sie da haben. Aber ein alter Kadett ist nun mal ein alter Kadett. Ob da jetzt ein H-Kennzeichen dran klebt oder ein Golf 2. Ne? Ob da jetzt ein H-Kennzeichen dran klebt oder nicht, das ist irrelevant. Das ist immer noch ein alter Golf. Die kommen in der Oldtimer-Szene einfach nicht an. Renault 4, erste Serie Renault 5, okay, andere Geschichte. Aber der Kleine hier hat es noch nicht. Und von daher macht das keinen Sinn, den jetzt aufzuarbeiten. Was eine tierische Arbeit wäre. Vollrestaurationen machen bei solchen Autos keinen Sinn. Wirtschaftlich gesehen. Und es gibt einfach zu viele davon. Es gibt bessere, auch für wenig Geld. Wie gesagt, das Interessante ist hier vorne drin, dass die Technik komplett funktioniert. Ja. Ja, den stelle ich jetzt erstmal weg. Gerade Teile bekommen. Der Land Rover muss auch bald zum TÜV. Ich brauche mal ein paar neue Bremsen. Die vorne pfeifen langsam aus dem letzten Loch. Ja, ist immer ziemlich viel Gewicht drauf. Ne? Ja, beziehungsweise schiebt von hinten mit dem Trailer. Und da wechsle ich dann doch lieber etwas eher als andere. Kann durchaus passieren, dass in den Kasseler Bergen bergab mal so eine Bremse, wenn sie dann auch so einen halben Zentimeter Belag hat, wo andere Leute noch ein Jahr mit fahren, dass mal eben kurz weggefräst wird, wenn da von hinten 2,5 Tonnen schieben. Deswegen heute einmal neu. Eine Spurstange habe ich auch noch bekommen. Ja, wir werden sehen. Wie gesagt, der geht jetzt erstmal weg nach hinten. Ja, Tag zusammen. Ja, ist nicht der Renault, ich weiß. Da unten befinden sich auch wunderschöne Stützen. Der Wagen ist schon in der Luft vorne. Ja. Lieferung ist gekommen. Bremsen und eine Spurstange. Ne? Der muss bald zum TÜV und das meiste ist eigentlich im super Zustand, aber wie gesagt, die Bremsbeläge kommen bei mir ein bisschen eher dran als bei allen anderen. Ne? Wie gesagt, ne? 3 Tonnen hinten drauf, Kasseler Berge, man muss vielleicht mal runterbremsen, meistens schalten wir in Automatik zurück, aber vielleicht muss man mal zurückbremsen und da fräst sich so ein bisschen Restbelag ganz schön schnell weg bis aufs Metall. Ja, das machen wir wie immer nicht und deswegen kommen da frühzeitig neue rein. Und Spurstangenköpfe der hinteren Spurstange ist ja mehr oder weniger ein Kutschenfahrwerk. Ne? Man kennt es auch von der alten G-Klasse. Also, mal Licht anmachen, kleinen Moment. Also, ne? Am besten doch hierher, ja. Ihr seht diesen Lenkerarm da vorne. So. Das ist das Einzige, was vom Lenkrad betrieben wird. Nichts anderes. Es gibt nur diesen Lenkarm. So, dieser Lenkarm geht hier rüber. Und auf der Rückseite ist das gleiche nochmal und lenkt das andere Rad. Es ist praktisch technisch wie der Mercedes G, der alte. Heißt der 460? W460? Ich meine ja. So, die Stange hier vorne ist neu. Ist alles super. Hinten, beim letzten TÜV schon bemängelt worden, dass die, wie heißen sie noch gleich? Die Manschetten. Diese Manschetten hier,
dass die kaputt waren und jetzt scheint sie wirklich ausgeschlagen worden ausgeschlagen sein, weil ist kaputt, fertig. So, aber als allererstes sind die Bremsen dran. Ja. Wichtig, sehr wichtig sogar. Was haben wir hier für eine Bremsanlage? Eine Lockheed 4-Kolben Bremsanlage. Das ist durchaus eine heftige Bremse, aber das Auto wiegt auch 2 Tonnen. Das Paradoxe daran ist, die haben keine inbelüftete Scheibenbremse eingebaut. Eine 4-Kolben-Bremse, aber keine inbelüftete Scheibe. Ja, Prinzip Hoffnung, würde ich sagen. Aber es bremst. Ne? Ein Land Rover bremst eigentlich auch nicht, der verzögert nur ein bisschen. Naja. Was ich gerade sehe, der Gummischutz des Bremsschlauchs hier oben ist kaputt. Den muss ich bestellen. Das möchte ich so nicht haben. Der ist insgesamt ist der ziemlich geschützt, wie man hier sieht. Das ist eine Metallspirale auf beiden Seiten. Ist also durchaus alles sehr stabil gebaut. Aber der ist hier oben offensichtlich irgendwie mit dem Ast in Berührung gekommen. Der Schlauch selber ist in Ordnung, nur halt dieser Gummischutz hier oben nicht. Deswegen sollte man vielleicht mal neue Schläuche einbauen. Vielleicht rechts und links. Ich mache das immer paarweise. Sonst hat man ganz schnell seltsame Bremsunterschiede. Was auch mit dem Anhänger dann davor, dahinter nicht wirklich Spaß macht, muss ich sagen. Ja, ansonsten werde ich jetzt erstmal die Räder abbauen und dann sehen wir weiter. So, da haben wir die schöne Bremse. Man sieht, bei dem ist die Radnarbe insgesamt ein bisschen größer als bei anderen Fahrzeugen. Hier befindet sich die Steckachse hinter. Moment, mal gucken, ob ich die abkriege. Nein, kriege ich jetzt nicht ab. Hier ist die Steckachse hinter, die zum Differential geht. So, die Bremsscheibe. Keine Kante, kein gar nichts. Ja. So soll das aussehen. Ja. Das ist eine Spinne, die gehört da zwingend zu. Die sogenannte Festsattelspinne. So, du geh mal da runter. Ja. Ist Ende. Wie gesagt, das ist auch absolutes Limit. Ne? Ja. Deswegen habe ich das jetzt bestellt. So, was haben wir hier? Ja, der Schlauch selber ist gar nicht das Problem. Diese Gummitülle, die ihn schützen soll, ja, ist eigentlich kein Problem. Ja, ist einfach nur, dass er nicht weggebogen wird. Das schützt auch, dieses Ding hier schützt auch. Also von daher, ja, diese Spirale hier. Da kommen ja schon mal Äste durch. Ist ja kein normales Auto. Ja, aber noch mal einen Blick durchwerfen hier. Aber da habe ich jetzt eigentlich alles gemacht beim letzten Mal. Ja, ist alles immer noch schön fettig. Finde ich gut. Ja, Bremse. Bei der Festsattelbremse ist alles ein bisschen anders. Hier vorne sind Splinte drin. Hier. Die werden rausgezogen. Und das war es auch schon. Dann kann man die rausziehen. Dann werden die 4 Kolben zurückgedrückt. In dem Fall muss man die zurückdrücken, mit Holz fixieren, zurückdrücken, mit Holz fixieren, weil der Druck hier drin möchte irgendwo hin und das kann ganz lustige Ausmaße annehmen. Wenn man da drückt, geht da unten der wieder raus und wenn man hier drückt, dann geht der auf der anderen Seite unten wieder raus und so weiter und so weiter. Also da muss man immer Holzstücke reinstecken, dass man die auch alle 4 zurückgedrückt kriegt. Das sind 4 unabhängig voneinander funktionierende Kolben, das ist das Problem, ja. Naja, so schlimm ist es nicht. Kann man sich drauf einstellen, ja. So ist das. Ja, ist auch schön am Ende das Ganze, also von daher. Also die Bremsbeläge. Ich sage ja, wir hatten eine Notbremsung. Naja, nicht wirklich eine Notbremsung, ne? Aber war schon eine heftige Bremsung mit Trailer hinten dran, einen Berg runter. Und dann fräst er mal eben kurz 2 mm von so einem Bremsbelag weg. Das ist halt, sind 2 Tonnen plus nochmal 3 hinten dran, sind 5. Dann weiß man, was so ein Bremsbelag aushalten muss. Ja. Ist halt so. Dann werde ich mich mal an die Arbeit machen. So, jetzt kommen wir zum wesentlichen Unterschied zu einer Schwimmsattelbremse. Die habt ihr vorher bei mir gesehen.
Der hier schwimmt nicht. Der ist wie gesagt fest, deswegen heißt er ja Festsattel. Deswegen hat er auf beiden Seiten Kolben. Wie gesagt, wir haben die Bremsbeläge auf nichts gefräst. Das ist eine gefährliche Sache. So. Hier ist noch eine Feder zwischen. Nicht verlieren. Ich habe immer noch keine Ahnung, welchen Sinn die hat, aber ist halt eine Feder und die gehört da rein. So. Okay. So. Alter Verwalter. Schön festgebacken. Der Kram. So. Ja. Auch ich bin nicht verschont von verschlissenen Bremsen. Ja. Ja, hier ist ein Warnkontakt dran. Den hat das Auto allerdings nicht. Die etwas höherwertigen V8 oder sowas in der Richtung, die haben die Dinger meistens drin. Die Diesel offensichtlich bremsen wohl nicht oder so. Keine Ahnung, welchen Sinn das macht. Ja, der ist so gerade so eben, ne? Ja, gerade so eben tot gebremst. Ja, Glück gehabt. Dass wir danach nicht mehr weit mussten. So, das sind die vier Kolben hier. Wie gesagt, vier Kolben Festsattelbremse. Muss ich mir jetzt alles mal ganz genau angucken, sauber machen und dann sehen wir mal weiter, was man damit noch veranstalten kann. Sauber machen ist als allererstes das Wichtigste. Nicht, dass ich da irgendwas übersehe. Wie gesagt, das Auto hat ziemlich viel Last immer drauf. Ah, ich sehe schon, eine Dichtung ist rausgeflogen. Da. Das ist nicht gut. Also kann ich den Sattel erstmal nicht mehr verwenden. Ich brauche einen anderen. Hier kann ich jetzt nicht einfach wieder reinstecken, ne? Das ist blöd. Ja, schlecht. Ich brauche einen anderen Sattel. Und die Spinne ist übrigens immer noch hier und passt auf, dass ich auch alles richtig mache. Die wird nicht amüsiert sein, dass ich ihr zu Hause jetzt ausbauen muss. Ja, die Bremssättel selber sind mit Vielzahn befestigt. Und dann hat er hier oben noch, der geht mit dem Schlauch hier drauf, auf die Achse, dann mit einer Leitung hier unten rein. Ja, ist alles nicht so problematisch. Relativ einfach aufgebaut, aber ich muss jetzt gucken, wo die Befestigungsschrauben von dem Gerümpel sind. Ah ja, da. Ja, das sind so Vielzahnteile. 13, ne? Die werde ich jetzt wohl da rausholen müssen. Und dann muss ich mir einen anderen Bremssattel besorgen. Nicht, dass wir hier zu wenig hätten, ne? Habe ich, aber blöd ist es trotzdem. Okay, erstmal ausbauen. Bis gleich. Man hört es schon laufen. Ich habe die Leitung hier vorne abgemacht, rausgeschraubt. Im Übrigen halte ich nichts, gar nichts davon, hier am Bremsschlauch irgendwas abzukneifen, dass die Bremsflüssigkeit da drin bleibt. Ja. Diese Schläuche kneife ich lieber nirgendwo. Oder Finger weg. Ne? Nicht kneifen. Ich fülle lieber nochmal neue Bremsflüssigkeit auf. Beziehungsweise wechsle dann nochmal die Bremsflüssigkeit. Das ist mir ehrlich gesagt lieber als ein zerkniffener Schlauch. Das hatten wir alles schon. Früher, es gab diese Kunststoff-Blockierzangen für Bremsschläuche. Nee, nee. Nicht machen. Am Ende wird es doch verletzt, das Gewebe. Und das möchte keiner. Deswegen einfach laufen lassen. Ja. Entlüften ist immer effektiver. Neue Bremsflüssigkeit drin, alles super. So, da haben wir ihn ausgebaut. Ja. Die Bremssattelspinne ist übrigens immer noch da. Ah ja, jetzt hat sie begriffen, dass er kaputt ist. Ich muss einfach nur warten, bis der neue kommt. Ja.
diese Dichtung hier. Ja. Wenn die nicht rausgeploppt wäre. Ansonsten ist da alles in bester Ordnung. Ne? Das ist leider, 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 leider passiert. Ich habe den nicht überholt, aber der wurde mal überholt, das weiß ich. Tja. Jetzt brauche ich erstmal einen anderen Bremssattel, weil das da einfach wieder reinstopfen macht keinen Sinn. Ist aus einem gewissen Grund da wieder rausgekommen. Sitzt eigentlich da drin. Ne? Hier ist alles plan, da sitzt er noch drin. Und hier ist diese Öffnung. Ne? Blöd. Blöde Sache. Macht ja nichts. Sind ja genug Autos hier. Ich weiß, dass der, der hinten auf der Seite liegt, praktischerweise auf der richtigen Seite liegt und dass er gute Bremssättel hat. Da sollte also nicht allzu viel passieren. Ja. Ausbauen, reinigen, dann sehen wir weiter. Ist nicht so aufwendig. Weil er eh auf der Seite liegt. Dafür liegt er ja auf der Seite, ne? Dass man Teile schnell ausbauen kann. Aber wie gesagt, da ist kein Öl und nichts drin. Da ist ja eigentlich auch kein Getriebe mehr drin. Das ist nämlich hier drin, in dem Auto. Und Motor ist da auch nicht mehr drin. Der liegt ja schon verteilt in der ganzen Halle, der Motor. Naja, der ist eigentlich fast fertig geschlachtet. Ich will noch ein paar Elektrikteile ausbauen, dann geht der auch über den Jordan. Den Rahmen behalte ich allerdings mit den Achsen. Der ist nämlich noch gut. Aber die Karosserie ist komplett Endstadium mürbe. Die fällt fast schon vom Rahmen. Also nicht so wie hier, so formschön wie hier, sondern eher so, da ist nichts mehr. Unten ja, oben nein. Ja, hier ist die besagte Lenkstange. Die sind... Los, fokussier jetzt. Ja, hier sind die Gummis komplett ausgeschlagen und ist vom Gefühl her beim Fahren auch nicht mehr so wirklich witzig. Da ist einmal komplett nagelneu natürlich schön. Problem. Muss er das zum Spur einstellen. Ist sowieso ein bisschen kompliziert, das Ding einzustellen. Also es macht nicht jeder mit. Ne? Die meisten kriegen eine Krise bei dem Ding, aber naja. Soll mich jetzt nicht kümmern. Okay, ich hole mal den anderen Bremssattel, besorg ihn mal und dann komme ich wieder. So, jetzt haben wir der Gerät draußen. Habt ihr ja gesehen, dass der Ring da mitgekommen ist. Blöde Sache. Schlecht. Richtig uncool. So. Wir haben aber noch genug von den Autos, also von daher, das passt schon so. Ja. Ja. Das Bremssystem ist immer das gleiche, von Lockheed. Ja. Tut sich nicht viel. Ein paar Schrauben. Ja, sonst sind auch alle Schrauben hier. Da muss auf jeden Fall Schraubensicherung drauf. Ansonsten machen die Dinger einen Abflug. Garantiert. War schon mal so, deswegen wissen wir das ziemlich genau. Ja, nee, ein paar Bekannte sind mit so einem Ding in Urlaub gefahren und auf einmal war die Bremssattelschraube weg. Fand der Bremssattel so toll, dass er sich auf der Scheibe überschlagen hat. Ja, war eine lustige Party. Ja. Umgekehrte Reihenfolge, zwei Schrauben, ne, mit Schraubensicherung und dann geht das gleich weiter. So, ist alles wieder verschraubt. Leitung ist auch dran. Wenn ihr an Bremsen arbeiten wollt, kauft euch bitte diese Bremsleitungsschlüssel. Mhm. 10 und 11 ist da dran. Braucht man für Entlüftungsnippel. In erster Linie aber für die Leitung. Die kriegt ihr mit normalen Schlüsseln so gut wie nicht los. Vor allen Dingen versucht man einen Ringschlüssel da drauf zu kriegen. Das geht nichts. Die sind speziell dafür gebaut. Noch ein Tipp. Die auf die Verschraubung setzt. Die Verschraubung vorher abbürsten. Dann mit, ich nehme jetzt Waffenöl dafür. Dann den ganzen Kram stoßweise mit dem Hammer lösen. Ganz vorsichtig in Richtung los. Kleine Schläge. Sonst verdreht euch der ganze Kram und ist im Eimer. Die Schrauben hier sind auch nicht besonders fest.
eher flexibel, gehen aber auch schnell rund. Ne? Deswegen, diese Schlüssel haben schon ihre Berechtigung. Kosten ein bisschen was, sparen aber am Ende Geld. Ne? So, ich habe jetzt gerade die Bremsscheibe gemessen. Das sind jetzt die letzten Belege, die hier drauf kommen. Und danach ist sie, sagen wir mal, verschlissen. Ne? Ja. Ich habe noch einen Satz. Aber ich bremse bei jedem Mal Bremsenwechsel die Bremsscheiben aus. Nein, ich wechsle nicht bei jedem Mal Bremsbeläge wechseln die Bremsscheiben aus. Viele Werkstätten machen das. Bremsscheiben sind in der Regel ja auch richtig billig und da kann man richtig viel Geld für nehmen. Ja, Einkauf, Verkauf etc. So, jetzt muss ich den ganzen Kram noch zusammenbauen mit entsprechenden Mittelchen. Das alles hier drin ein bisschen pflegen und dann wollen wir mal hoffen, dass das alles wieder funktioniert. Ach ja, entlüften muss ich auch noch. Ach Gottchen. Und da hinten läuft schon der Grill. Die wollen mich quälen. So, montiert. Ist doch schön. Ja. Diesmal mit ein bisschen mehr Montagepaste. Auch auf den Gleitschienen. Stiften, Gerät, mit den Federn. Ja, muss man ja alles nicht gammeln, ne? Darf auch gerne ein bisschen rausquellen. Wie gesagt, ich sitze den ganzen Tag vorm Auto und gucke mir eine Bremse an. Ich bremse lieber damit. Ja, auch wieder so eine Sache mit dem Ultra HD. Ich kriege hier nicht genug Licht rein, ne? Ich habe hier oben schon eine Lampe drin. Aber trotzdem ist das immer noch pixelig. Gucken, dass ich die Kamera umstelle, das bringt einfach nichts. Ja, man kann mit dem Auto nicht immer ständig mit einem 1000 Watt Strahler durch die Gegend rennen und um den Unterboden rumleuchten und dann arbeiten. Ich muss auch noch was sehen. Ja, ist gerade ein bisschen schwierig, deswegen werde ich die Kamera für die nächsten Videos wieder umstellen. Ich denke mal, die waren vorher auch nicht wahnsinnig schlimm. Und das dauert dann auch keine 4 Jahre, die Dinger hochzuladen. Wie gesagt, wir haben hier echt begrenztes Internet. Und ja, ist halt so. Muss man mit leben, wenn man im Nichts wohnen möchte. Okay, die Seite ist fertig. Die andere Seite zeige ich euch jetzt mal nicht. Und das Entlüften auch nicht. So schlimm ist das nicht. Das könnt ihr so oft irgendwo nachschauen, das ist jetzt keine Besonderheit. Eine Besonderheit ist diese Bremse, eine Vierkolbenbremse. Ja. Hier nochmal die kaputte. Ja. Vierkolben Festsattelbremse. Ja. Weil ich euch die Gleitsattelbremse schon gezeigt habe. Hier jetzt mal eine andere Variante. Viele Sportwagen haben die Dinger drin. Teilweise 6 und 8 Kolben. Und der hier kommt man mit 4 Kolben aus. Ja. Wie gesagt, mein Auto ist auch nicht davor gefeit, vor Verschleiß, aber es wird sich halt drum gekümmert. Deswegen bekommen wir etwas weniger Probleme. Jetzt mal kurz hier reingucken. Ja, alles voller Wachs. Schön. Hohlräume kontrolliere ich auch mal ganz gerne. Deswegen, ich möchte einfach nur dieses Auto weiterfahren, bis ich nicht mehr fahren kann. Bis meine Frau nicht mehr fahren kann und wir damit zum Friedhof gefahren werden. Das war's dann. Ja, deswegen wird er weiter erhalten. Wie gesagt, Nachhaltigkeit, ne? Die Federn haben sich auch gut eingearbeitet. Sitzen ein bisschen weit vorne, finde ich ehrlich gesagt, aber offensichtlich muss das wohl so sein. Frag mich nicht. Hat sich so eingegroovt und macht keinen Ärger. Von daher darf das gerne so bleiben. Ja, alles klar. Das war's dann erstmal von dieser Stelle und für heute Abend. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.